anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Da kann es hart zugehen. Da kann sehr wohl gestritten werden, Herr Bundeskanzler. Es muss sogar gestritten werden. Argumente gegen Argumente, nicht Burschenschaftler-Säbel gegen Burschenschaftler-Säbel. Es ist traurig, dass dies nach 78 Jahren Zweite Republik noch gesagt werden muss. Der Bundeskanzler denkt in Sandkastenkategorien. Er meint, sich parlamentarisch auseinanderzusetzen, sei gleichbedeutend mit sich gegenseitig anzupatzen. Da steht man doch lieber auf und verlässt den Sandkasten, meint er. Dort ist es eh langweilig, meint er. Ohne das lästige Parlament. Ein politischer Macher pfeift auf das Parlament. Vielleicht meint er inzwischen ja auch, der Herr Bundeskanzler, nur Weicheier, gehören sich das Gequatsche im Parlament an. Und er geht. In der ersten schwarz-blauen Regierung hat der damalige Bundeskanzler Schüssel die Sache klar aufgeklärt. Ganz klar. Wir Schwarzen regieren, ihr Blauen dürft euch die Taschen füllen, wir schauen weg. Deshalb beschäftigen sich bis heute die Gerichte mit dieser Sache. Was eines Tages über die gegenwärtige schwarz-blaue Regierung gesagt wird, weiß ich nicht. Ich kenne unseren Landeshauptmann. Ich habe mich oft und sehr gut mit ihm unterhalten. Markus Wallner ist ein mit vielen Wassern gewaschener politischer Fuchs. Er weiß, was Macht ist. Und das ist gut so. Einem Politiker, der nicht weiß, was Macht bedeutet, dem traue ich nicht. Ich halte Markus Wallner für einen aufrechten und zweifelsfreien Parlamentarier. Und weil er weiß, was Macht ist, weiß er auch, welche Macht ein Landeshauptmann innerhalb der ÖVP hat. Noch. Von Hohenems aus rufe ich ihm zu: Markus, du hast noch alle demokratischen Tassen im Schrank. Unterwirf dich nicht. Mach deinem jungen Kollegen, dem zurzeit die meiste Macht in unserem Staat gegeben ist, klar, dass zur Ausübung demokratisch legitimer Macht zuvorderst gehört, sich kundig zu machen, was für ein empfindliches Gebilde die Demokratie ist, was für ein hohes Gut sie darstellt und dass es einer Bundesregierung nicht ansteht, die Demokratie und ihre Institutionen zu verhöhnen, indem sie geschlossen den Schwanz einzieht und aus dem Parlament abhaut, wenn es heißt, vor Andersdenkenden Stellung zu beziehen. Dankeschön. Applaus